So, Runde 7 bei der Sudo Challenge. Nächste Duo, Julian Brandt, Marcel Schmelzer, du ein alter Hase, wenn es um so Challenges geht. Ich kann euch sagen, 33 Sekunden ist bisher die schnellste Zeit. Das letzte Team vor euch war aber auf einem richtig guten Weg. Die hatten schon wahnsinnig viele Bonuspunkte, also nachher eine Minuszeit. Haben dann ja, beim zweiten Spiel so ein bisschen verdödelt. Aber Marcel, du mit deiner Erfahrung, du wirst dich sicherlich schon Gameplan zurechtgelegt haben. Das wird was, oder? Ja klar, Patrick. Gut. Ich war sehr überrascht, dass du mich gerade Marcel genannt hast. Aber ich finde es mittlerweile echt schön. Oder? Ich meine, jetzt mit Schnurrbart, da muss ich dir auch beim richtigen Namen nennen. Ich würde sagen, die sind ready, machen sich bereit und ich programmiere das Ding da. Viel Spaß. Es gibt einen kleinen Countdown. Und dann könnt ihr loslegen. 2, 1. Ja. Siehst du? Ja. Schneller Schmelle, nicht so lange warten. Ja. Lauf noch. Ja, aber so lange nur auch wieder nicht. Oh, hier. Oh. Ja. Ah, das sieht gut aus. Sehr konzentriert, die beiden. Oh, jetzt. Oh, ja, ja. Hier links. Ja, ja, ja. Er hat gemerkt, dass ihr zu gut seid, deswegen gibt er euch eine Challenge. Okay. 30 Sekunden noch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der oben. Ah. Der ist tricky. Nein. Oh, oh. Ihr könnt näher ran, wie gesagt. Ne? Ach so, er ist schon wieder weg. Okay. Das sieht gut aus. 10 Sekunden habt ihr noch. Na, okay. Wir kriegen gezeigt, wie viele extra Punkte ihr erspielt habt. 14. Das ist nicht schlecht. 15 war bisher Rekord. Aber 14 ist echt ordentlich. 3, 2, 1 und go. Ah, okay. 2 haben sie schon mal. 3 haben sie. Oh, immer wieder mit hinlegen. Ah, der war zu hoch. 4. Ah, der hat. Sehr gut, Schmelle. Da wolltest du hin. Der sah wirklich gewollt aus. Ja. So, jetzt werden sie konfus. So, hast du nicht gesehen? Der hat schon geleuchtet. Jungs, ja genau, genau. Macht erstmal Punkte, holt euch die Sicherheit. Sehr gut, sehr gut. Okay. Ja genau, oben rechts. Mit Ansage hat er das gemacht, meine Damen und Herren. Ah, so, 3 noch. Nein, oh, der... Sehr gut, sehr gut. Ah. Nochmal, ihr könnt. Der war stark. Jetzt noch 2. Jetzt noch 2 und noch einer. Sehr gut. Und wir stoppen die Zeit. 48 Sekunden. Und ein bisschen. Das ist ein bisschen zu langsam. Wenn ich richtig bin, reicht das noch nicht mal fürs Treppchen. Ja. Nochmal. Platz 1, 33 Sekunden. Guerrero Zagadou. Platz 2, Marco Reus, Achraf Hakimi, 39 Sekunden. Und Platz 4, 3, weiß ich gar nicht, aber irgendwas Anfang 40er. Ich glaube 42 oder sowas. Und ihr seid Platz 5. Die einzige Frage, die ich mir jetzt noch stelle, Schmelle, komm du an meine Seite, ist ein Torwart vor Marcel Schmelzer im Rennen? Ist Roman Bürki vor Marcel Schmelzer? Das möchte ich jetzt noch wissen. Nein! Marcel, du hast es geschafft. Es ist zumindest kein Torwart vor dir. Ihr habt es geschafft, natürlich. Ist gut. Ich fand euch auch nicht. Ich muss mir die anderen mal anschauen, was die da gemacht haben. Wir haben alles auf Video, das ist das Gute daran, ihr könnt euch das angucken. Ich danke euch trotzdem für eure Zeit. Olympischer Gedanke, ne? Dabei sein ist alles. Okay, danke, Julian. Ja, sehr gut, ihr habt teilgenommen. So viel dazu, genau, danke für nix und bis zum nächsten Mal.